ehemaligen Weltmeister und endlich wieder auf dem Podest. Wir stehen hier vor der Garage von Michael Schumacher mit Norbert Haug und ich würde eigentlich gerne nur gratulieren, aber dann gibt es dieses Aber. Er soll, hat Mark Webber gesagt und das haben einige auch gesehen, unter Gelb in der letzten Runde den DRS-Flügel geöffnet haben, der Michael. Sebastian Vettel hat das mal in Barcelona gemacht, da gab es eine Drive-Thru, also möglicherweise folgt da noch was. Ja, wir können gerne noch eine Drive-Thru machen, das ist kein Problem. Nein, das aber kümmert mich, das kümmert mich nicht im Moment. Also deshalb ist der Michael nicht Dritter geworden und ich glaube, das möchte ich gar nicht thematisieren. Dadurch hat er keinen Vorteil gehabt. Und Mark Webber soll er natürlich erzählen, was er beobachtet hat. Aber wichtig ist, dass er vom 12. auf den 3. vorgefahren ist und dass er einen Speed gehabt hat, wie man an den Rundenzeiten gesehen hat. Eine gute Strategie und ich glaube, das ist bemerkenswert. Wir haben es immer gesagt, dass der Michael es kann und heute hat er es gezeigt. Absolut. Das haben wir, das ist ja unbestritten. Der Michael ist einer der besten Rennen gefahren, ist überhaupt. Habe ich gerade vorher gesagt. Nur wenn die DRS-Problematik kommt, im Vettel haben sie eine Drive-Thru gegeben, aus dem gleichen Grund in Barcelona. Dass die letzte Runde war, könnte man 20 Sekunden im Aufkommen. Ich will den Stewart nicht vorgreifen, aber da gab es schon solche Beispiele. Und dann ist er natürlich nicht mehr Dritter. Also das wäre traurig. Dann wäre er Neunter. Dann wäre er Neunter nur noch. Ja, aber ich glaube, für uns, für die Leistung, für uns ist er den Platz rausgefahren, den er rausgefahren hat. Und ich denke, das sehen auch die meisten Zuschauer so. Er hat sich da nicht einen Vorteil. Ich muss mir das erstmal angucken. Aber ich will ja nicht über Stewart-Entscheidungen spekulieren. Das ist eigentlich doch ein historischer Moment, weil Michael ist zurückgekommen. Es hat lange gedauert, bis er auf dem Podium war. Und das möchte ich eigentlich nochmal unterstreichen, dass man an die Ziele dann auch kommt, wenn man sich lange genug die Mühe gibt. Und ich glaube, es war nicht nur geschenkt. Es ist ein Rennen, wenn sich andere gegenseitig reinfahren. Ja. Dann, es war auch umgekehrt. Ich könnte auch sagen, Monaco hätte auch gewinnen können. Hätte, wäre, gibt es nicht. Und deshalb ist das, glaube ich, ein sehr bemerkenswertes Ergebnis für ihn. Absolut großartig und ich hoffe, das haben wir auch schon gesagt, dass dieser dritte Platz Bestand hat, weil es wichtig wäre fürs Team, für ihn selber auch wieder auf dem Podest zu sein und das auch zeigt, dass man mit der richtigen Strategie auch von einem Startplatz in der Mitte, das hat ja Alonso auch gezeigt, von 11 auf 1 ganz nach vorne fahren kann. Ja, den Nico wollen wir nicht vergessen, der war ja mal 13, das hilft ja nicht zwischendurch, weil die harten Reifen nicht funktioniert haben bei jedem Restart. Am Anfang war das schwierig, aber am Ende zusammengezählt und da war er Sechster und hat jetzt in den letzten 6 Rennen mit die meisten Punkte gemacht und das ist eigentlich ganz gut. Wir haben in 6 Rennen 3-mal am Podium gehabt, also geht die Reise in die richtige Richtung. Und ich sage jetzt auch trotz des kleinen Fragezeichens herzlichen Glückwunsch für das Ergebnis hier und jetzt hören wir Michael Schumacher aus der Pressekonferenz. Entspannt.